Sie vom Dr. Wettstein zusammen mit dem Kamerateam besucht werden, weil Sie eine gesundheitliche Frage haben, dann können Sie zur Bürozeit anrufen auf 044 738 56 55. Diese Woche hat er eine ältere Dame besucht, die nicht mehr so richtig Lust hat zum Essen. Und das hat Folgen. Wir besuchen heute Frau Marianne Angst, eine 75-jährige Frau, die Lymphödem hat wegen Mangelernährung. Grüezi, Frau Angst. Grüezi, Doktor Wettstein. Ich möchte gerne wissen von Ihnen, wie entstehen, von was entstehen Lymphödem oder Hungerödem? Das hängt damit zusammen, dass Sie zu wenig essen und vor allem zu wenig Eiweiß essen. Und dann kann in Ihrer Leber nicht genug Eiweiß im Blut produzieren. Und das Eiweiß im Blut hält die Flüssigkeit in den Blutgefäßen. Und das führt dann dazu, wie die Hungerbäuche in Afrika bei den Kindern, bei ihnen eben, dass das Wasser nicht in den Blutgefäßen zurückgehalten werden kann, sondern dort, wo es am fließt dann ab in den Lymphen und staut sich in den Beinen an. Und das führt dann zu Lymphödem, wo bei Ihnen auch schon passiert ist, kann zu einer kleinen Wunde führen am Knöchel. Und deshalb haben Sie eine doppelte Strategie, die Sie machen müssen. Sie müssen einerseits mehr Kalorien sich zuführen und vor allem mehr Eiweiß, damit Ihre Leber genug Eiweiß kann ins Blut produzieren. Und dann müssen Sie dafür sorgen, dass die Lymphe sich nicht stauen in den Beinen mit Kompressionsstrümpfen. Wie Sie es vorbildlich machen, indem Sie so starke Kompressionsstrümpfe tragen, die so schwierig anzulegen sind, dass man sogar einen Unterstrumpf braucht, damit Sie es überhaupt anlegen können. Ich glaube, das machen Sie sehr gut. Jetzt müssen Sie einfach dafür sorgen, dass Sie genug Disziplin aufbringen, wirklich dreimal im Tag genug Eiweiß essen. Also im Prinzip zu jedem Essen etwas Eiweiß, Milch oder Käse oder Joghurt oder Quark oder ein Würstchen oder ein kleines Fischchen oder irgend so etwas. Unbedingt dreimal im Tag zu sich nehmen und am Morgen vor dem Aufstehen die Kompressionsstrümpfe anlegen. Kann ich beinahe einreiben mit irgendetwas behandeln, speziell? Würden Sie nichts Spezielles empfehlen? Damit die Strümpfe gut angehen, sicher eine Hautcreme, irgendeine, die Ihnen angenehm ist, ist sicher richtig. Danke.